Stürze kommen unerwartet. Wie wir uns darauf vorbereiten wollen, erklären wir euch in dem heutigen Video. Hallo meine Lieben, bevor wir heute mit dem eigentlichen Video anfangen wollen, möchte ich mich von ganzem Herzen nochmal richtig doll bedanken. Ich bin am Mittwoch ganz toll überrascht worden von meinen Schülern und Ausbildern. Die älteren Mitglieder haben mir ein ganz tolles Geschenk bereitet. Sie wollen damit die Videoarbeit unterstützen, haben mir hier einen neuen Laptop, weil meine alte Krücke immer sehr, sehr langsam war, und ein bisschen Zubehör besorgt und geschenkt. Und ich finde diese Geste unheimlich toll, weil ich die Videos mache, weil ich ein ganz schlechtes Gewissen habe, dass wir im Augenblick euch nicht das Training anbieten können, das wir gerne machen wollen. Und ihr euch dafür dann praktisch noch bedankt, dass man sich da Mühe gibt. Ein ganz großes Dank also nochmal an Markus, Rico, René, Klaus, Nils, Leon, Marc, Jan, Jens, Lennart, Guido, Bernd. Super klasse, hat mich richtig gefreut. Das, denke ich, macht ein Stück weit die KSH so sympathisch und so toll, dass wir füreinander da sind, versuchen gemeinsam die Krisen zu bewältigen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Jahre mit euch, und gleich soll das Video losgehen, heute speziell für die Kinder. Dankeschön. Moin Moin meine lieben Freunde der KSA. Heute ist wieder KSA Samstag, das heißt wieder Online-Schulung, ein Special für die Kids heute. Die haben das ja immer relativ schwer mit unseren Videos, aber wir geben uns Mühe. Heute Fallübungen und Krabbeln auf dem Boden, ganz speziell für die Kleineren. Schön langsam alles zum Nachmachen. Am besten macht ihr es draußen auf dem Rasen. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ihr turnt ordentlich mit. Hallo meine Lieben, heute versuchen wir ein Video wieder für unsere kleinsten Mitglieder zu machen. Das liegt schon in der Natur der Dinge, dass uns das ein bisschen schwer fällt, weil wir eigentlich ja kein Freund davon sind, dass kleine Kinder viel Zeit vor den virtuellen Medien verbringen. Und das ist ein Widerspruch irgendwo an sich, Kinder an der Flimmerkiste in Bewegung bringen zu wollen. Aber nichtsdestotrotz, bei schönem Wetter geht raus, spielt dort, tobt euch aus, habt ihr mehr von, als wenn ihr in der Bude so ein KSA-Video zum Mittouren anschaut. Aber wir haben ja auch hin und wieder mal einen Regentag dabei, dann ist das vielleicht eine schöne Alternative. Oder ihr habt wirklich mal irgendwann Langeweile und turnt die Bewegung, die ich euch hier vormache, vielleicht dann draußen nach, oder. Ja. Wir haben vor einiger Zeit schon mal ein Formvideo speziell für die Kleinen rausgebracht mit einer kleinen Geschichte, wie man sich die Abläufe der Form leichter merken kann, ein paar schöne animierte Bilder, die man sich gehirngerecht dann halt eben schön vorstellen kann und mit der Form in Verbindung bringen kann, wo ich den Schmetterling erkläre für den ersten Satz und der zweite Satz mit Raketen gleichgestellt wird. Im dritten Satz bekomme ich mein erstes kleines Taschengeld auf die Uhr und so weiter und so fort. Das haben wir euch noch einmal hier oben hingelegt. Wer die Form noch mal intensiv lernen will von den Kleineren, in ganz vielen verschiedenen Spielen aufgearbeitet, dass die Kinder wirklich gehirngerecht die Form lernen können, findet das da oben. Einmal draufklicken und viel Spaß mit der Form dann. Ich möchte heute mit euch ein paar einfache Übungen einmal machen, die ihr dann auch draußen auf dem Rasen oder wo auch immer jederzeit nachtun könnt. Und wir wollen uns da ein bisschen um das Abrollen heute einmal kümmern, wie wir uns verhalten, wenn wir mal auf die Nase fallen, beim Laufen, beim Radfahren, wie auch immer. So soll das dann bitte nicht ausschauen. Grundsätzlich, vielleicht auch noch einmal, das weiß aber auch immer jeder, das ist nichts, was ich praktizieren möchte, um so grundsätzlich von meinem Fahrrad abzusteigen, sondern dann für den Notfall, wenn ich mal falle, dann möchte ich mich nicht abstützen mit den Handgelenken und mir meine Schultern vielleicht kaputt machen oder mein Gesicht aufschlagen,
sondern möglichst wie ein Ball verhalten und rund abrollen. Ja, ich möchte euch die Hauptproblematik beim nach vorne fallen noch einmal schnell von der Seite einmal zeigen, damit es auch ganz deutlich wird für alle, die sich da noch nicht die Gedanken drüber gemacht haben. Normalerweise, wenn ich nach vorne falle, ist unser erster Reflex, dass wir die Hände nach vorne nehmen, was ja auch gut ist, und uns dann mit den Händen abstoßen wollen. Wenn ich jetzt nach vorne falle, dann sieht man schon relativ deutlich, dass ich sehr viel Kraft als erstes auf mein Handgelenk bekomme. Diese Kraft wird dann durch den Unterarm durchgestaucht, in den Ellbogen rein, wenn der dann auch nur gestreckt ist, durch den Ellbogen in die Schulter. Und sobald die Geschwindigkeit ein bisschen größer wird, da genügt normalerweise schon eine ordentliche Gehgeschwindigkeit und ich falle wirklich nach vorne, dann bin ich von meiner Kraft nicht mehr in der Lage, diesen Stoß wirklich auszufangen. Und dann ist nachher die nächste Folgeführung, dass ich hier einbreche und dann doch mit dem Gesicht auf dem Boden lande, mit den Folgen, dass ich mir eventuell die Handgelenke, die Ellbogen, die Unterarme, die Schultern, mein Gesicht, mein Kopf, mein Nacken, ja, mit schwersten Verletzungen halt eben malträtiert habe. Das wollen wir ein bisschen verhindern, wir wollen da geschickter vorgehen, machen uns aber nichtsdestotrotz erstmal ein bisschen in den Bereichen, wo wir uns abstützen müssen und so wieder warm. Ihr kennt das schon, ich starte immer sehr gerne aus der tiefen Hocke, weil das eine super gute Bewegung ist. Fange vielleicht einmal an, mich ein bisschen zu kreisen in der tiefen Hocke, um mich hier wohl zu fühlen. Setze dann auch schon immer absichtlich die Hände ein bisschen mit auf den Boden, um halt eben auch gleich die Handgelenke und die Schultern schon schön mitzubewegen. Gehe ein bisschen nach hinten einmal so weit, wie ich kann, lasse mich dann nach vorne fallen, stütze mich wieder zurück, lasse mich zur Seite fallen, stütze mich zurück, zur Seite fallen. So dass ich alle Bewegungen in alle Richtungen versuche aber mit reinzunehmen. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht aus dem Bild raus, aber ihr wisst ja trotzdem, was ihr da machen sollt. Einmal ein bisschen drehen nach hinten, links und rechts. Und ja, okay. Jetzt wollen wir einmal ganz speziell nochmal die Handgelenke ein bisschen warm bekommen, damit wir uns danach wehtun. Bei dem, was wir beim Warm machen, haben wir auch den Nebeneffekt, dass unsere Gelenke halt eben auch stärker werden, weil die Muskeln rundum auch ordentlich trainieren. Einfach mal in beide Richtungen schön drehen. Super. Wenn euch das in der tiefen Hocke unbequem wird, dann steht einfach mal zwischendurch kurz auf. An sich, umso häufiger man die tiefe Hocke macht, umso bequemer findet man das nachher. Wir setzen mal ein Bein ein bisschen zur Seite, einfach stützen uns mit den Händen ab. Fangen ganz locker an, nicht mit Gewalt, ein bisschen nach hinten lehnen wieder. Und dort einfach mal ein paar Mal abwechseln. Wenn wir die Bewegung ein paar Mal gemacht haben, machen wir es ein bisschen wie so ein Kosakentanz, dass wir immer einmal rüberbüften. Wunderbar. Gehen einmal auf die Knie, meine Lieben. Hier, wir zeigen das nochmal schnell von der Seite. Muss einmal schnell die Fußgelenke noch ein bisschen aufwärmen. Hier da einmal die Füße strecken und bei den Knie draufsetzen. Anwinkeln, darauf hocken. Das drei, vier Mal hin und her machen. Wollen wir aus dem Kniestand, so nennen wir diese Bewegung, einmal uns in die Hocke nach hinten bewegen. Gehen langsam und kontrolliert in den Kniestand vor. Versuchen das so langsam wie möglich zu machen. Gehen dann wieder kontrolliert in die tiefe Hocke. Und versuchen dann langsam und kontrolliert in den Kniestand nach vorne zu gehen. Schön das Gleichgewicht halten. Und umso langsamer ihr es macht und umso weiter ihr versucht, die Knie nach vorne zu bringen, umso extremer wird die Geschichte. Auch durchaus anstrengend und ihr braucht Muskeln, die man sonst beim Sitzen oder dergleichen gar nicht so benutzt. Und noch einmal langsam nach vorne gehen. Wir versuchen so weit wie möglich nach vorne zu kommen mit den Knien und das Gleichgewicht halten. Da das letzte Stück, wo wir auf den Zehenspitzen stehen, wird dann relativ schwierig. Langsam kontrolliert nach hinten kommen, in die tiefe Hocke. Und das bequem machen. Gut, meine Lieben. Wir schütteln aber ganz schnell die Beinchen aus. Wollen ein wenig die Knie sich entspannen lassen, dass wir jetzt einmal auch wieder in die Streckung gehen. Gerade wenn wir die tiefe Hocke nicht so häufig machen,
haben wir jetzt vielleicht ein leichtes Gefühl, das ein bisschen unangenehm ist. Aber für unser Kniegelenk ist das Gold wert und ganz wichtig, dass wir das wirklich mal komplett bewegen. Jetzt machen wir die gleiche Bewegung oder eine ähnliche Bewegung, wie wir sie gerade gemacht haben, nur immer einbeinig. Ich bin in einer tiefen Hocke und versuche, ein Knie so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Das andere Knie geht so weit wie möglich nach außen und dann gehe ich wieder zurück. So weit wie möglich nach vorne und wieder zurück. So weit wie möglich nach vorne, richtig schön strecken, das andere geht schön weit zurück. Dann habt ihr auch in den Adduktoren eine leichte Dehnung. Und eins, zwei, drei, vier, schön weit nach vorne, fünf und ein noch und sechs. Ich zeige die Bewegung nochmal von der Seite. Natürlich könnt ihr jetzt, wer noch kann, gleich weiter mitmachen. Wer nicht mehr kann, dann machen wir eine kleine Pause. Aber ich denke, da ist noch genug Energie. Wir gehen ein Knie nach vorne, das andere nach hinten. Eins. Ein Knie nach vorne, das andere nach hinten. Zwei. Drei. Und lasst euch wohl Zeit dabei. Keiner hetzt euch. Vier. Fünf. Sechs. Und sieben. Wunderbar. So, einmal kurz wieder die Beine und die Fußgelenke noch ein bisschen lockern lassen. Die sind jetzt ja ein bisschen angestrengt worden. Wir wollen uns noch ganz kurz ein bisschen um die Schultern kümmern, dass wir die ein bisschen warm kriegen. Und das Allerwichtigste dann natürlich nicht vergessen. Immer daran denken, dass jede Bewegung aus der Wirbelsäule kommt. Wir wollen die Wirbelsäule natürlich grundsätzlich mit in die Bewegung reinnehmen. Wir brauchen die auch gleich für die Fallübung. Ganz intensiv ist aber die Wirbelsäule noch ein bisschen bewegen. Und fangen wir es einmal an, dass wir die Schultern bewegen, indem wir uns nach hinten abstützen. Und dann einen Krebs machen, indem wir hier hochkommen. So weit hochgehen, dass wir eine leichte Dehnung in den Schultern spüren. Und das Ganze wiederholen wir 4-5 Mal. Schieben den Po weit nach hinten und kommen einmal mit dem Po so hoch wie es geht, bis wir die Dehnung in den Schultern spüren. Po weit nach hinten schieben, so weit wie es geht. Und den Po nach oben schön die Schultern spüren. Nicht hier einfallen in den Schultern. Gibt es so einen schönen Satz. Die Ohren und die Schultern, die haben sich gestritten. Die mögen sich gerade gar nicht. Und die Ohren immer möglichst weit voneinander weg. Ja, die sind so richtig beleidigt aufeinander und ganz weit weg, die Ohren von den Schultern. Hier schieben den Po nach hinten, die Ohren bleiben von den Schultern weg. Und wir kommen den Po hoch und immer noch, die Ohren sind total beleidigt, wollen mit den Schultern nichts zu tun haben. Vier und ein noch. Und fünf, wunderbar. Ja, jetzt ist ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen anfangen, in der Wirbelsäule einmal zu bewegen. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die ihr alle schon kennt. Als erstes machen wir einfach mal ein kleines, wir lassen die Arme ganz locker schlackern und drehen uns einfach mal von links nach rechts. Nicht mit Gewalt, einfach nur locker ein bisschen schlackern lassen. Versucht ruhig mal bewusst in den Bauch reinzuatmen. Wir erklären es immer häufig beim Training. Wir versuchen im asiatischen Kampfsport natürlich unsere Rumpfmuskulatur zu stärken. Und wir wollen auch gerne einen Sixpack-Bauch haben. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch immer in den Bauch reinatmen. Das sieht man auch ein bisschen aus wie eine kleine Kugel dann. Das wird in Absicht versuchen, richtig rund zu machen. Viel Platz für die Organe schaffen. Für unseren Stand ist das sehr, sehr wichtig und einfach entspannt. Und relaxed da stehen. Bewegen lernen heißt, Spannung auch abbauen zu lernen. Und wir wollen nicht mit diesem immer alles angespannt, sondern ganz locker und relaxed in die Gegend gehen. Schön entspannt atmen und einfach mal von links nach rechts ein bisschen schocken. Jetzt fangen wir an, dass wir in den Kniestand hochkommen. Das zeige ich am besten gleich wieder einmal von der Seite. Ja, ich verschwinde gleich mit dem Kopf ein bisschen aus dem Bild. Mir ist aber wichtig, dass ihr die Partie des Körpers schön sehen könnt. Wir kommen hier hoch, strecken den Arm so weit wie möglich nach oben, gehen dann einen großen Kreisbogen nach hinten, lehnen uns auf die Hacken. Entspannt, nehmen die andere Hand, großer Kreisbogen nach hinten auf die Hacke lehnen, Hüfte weit nach vorne drücken und schön in die Dehnung rein. Der ist dann schon hingekommen und sich das zutraut. Mach das an den beiden Händen ein bisschen hier in die Dehnung.
in diesen Kreis für mich wieder auflösen und zur anderen Seite einmal rüber in den Rein und schön die Hüfte nach vorne drücken, dass wir die Dehnung noch richtig spüren. Wunderbar. Das gleiche machen wir jetzt in Rückenlage. Wir fangen jetzt an mit der absoluten Kinderlieblingsübung, eine Runde Fußball spielen. Wir sind allerdings der Fußball. Wir rollen vor und zurück. Ganz entspannt über den Rücken einfach rollen. Das ist übrigens eine Übung, die ihr immer auf dem Rasen oder so mal zwischendurch machen könnt. Unheimlich wertvoll für den Rücken. Wobei, wenn ich sage, unheimlich wertvoll für den Rücken, eigentlich ist es totaler Blödsinn, wenn wir unterscheiden zwischen Rücken und Beine und Arme. Ja, der ganze Körper ist immer eins. Das sind wir. Wir haben kein Rückenproblem, wir haben kein Bein- oder Knieproblem, sondern eigentlich haben wir dann ein Problem. Und schön vor und zurückrollen. Machen wir jetzt am Rollenseit vor und zurück. Dann können wir ganz leicht schon mal anfangen, die Hüfte einfach so über den Hoch zu nehmen und das Gleichgewicht auf den Schultern finden. Hoch und das Gleichgewicht auf den Schultern finden. Wenn das gut klappt, gehen wir jetzt einmal höher gestreckt, die Füße alle so hoch wie können. Das verschwindet wahrscheinlich wieder aus dem Bild, aber ihr könnt euch das alle vorstellen. Und jetzt fangen wir auch schon an mit den Fallbewegungen. Wir machen das erstmal rückwärts rollen. Vorstellung, ich habe vielleicht einen starken Schubser bekommen oder ich bin auf irgendetwas glatten ausgerutscht und falle jetzt nach hinten auf den Rücken. Dabei ist dann das Allerwichtigste immer, dass mein Kopf sicher bleibt. Ich will nicht mit dem Hinterkopf auf den Boden knallen. Man kann sich das selber vorstellen, wenn ich nach vorne wegrutsche, dann passiert im Endeffekt das, dass mein Hinterkopf auf den Boden knallt und natürlich dann solche tollen Wehtun kann, beziehungsweise auch schwere Verletzungen geben kann. Deshalb ist das Wichtigste, dass wir hier in der Fallübung lernen, unsere gesamte Nackenmuskulatur sehr gut trainiert zu haben. Einmal, dass sie die Stärke hat, unseren Kopf einrollen zu können und auch sehr schnell reagieren kann auf Veränderungen in unserem Gleichgewicht, egal in welche Richtung. Ja, unser Kopf muss sich da in alle Richtungen immer schnell anpassen können. Und umso stärker ein Muskel ist, umso besser hat er auch die Fähigkeit, schnell zu reagieren. Das ist der erste Part, dass wir, wenn wir unser Kinn einrollen und nach hinten gehen, dass wir uns auf eine Schulter abstützen und einmal versuchen, mit einem Fuß über den Körper so ein bisschen rüber zu gehen, machen zu deuten. Ganz einfach nur ein bisschen rübergehen und das so ein bisschen andeuten. Rübergehen und das andeuten. Rübergehen und das andeuten. Rübergehen und das andeuten. Nächster Schritt. Wir verbinden das jetzt mit einem leichten Schwung, dass wir nach hinten rollen, das heißt der Seite, nach hinten rollen, über die Schulter landen, uns das Bein mitnehmen, über die Schulter rollen, Kopf eingerollt haben und mit dem Bein hinter uns landen wollen. Mal gucken, ob das klappt. Wir versuchen das einmal. Wir kommen hoch. Raum ist hier ein bisschen eng. Nach hinten habt ihr alle Platz. Einmal sicher gehen. Jetzt rollen wir nach hinten über die Schulter und rollen das einmal hier. Wir kommen wieder nach vorn. Ich zeige das mal nur auf der Seite, weil ich auf der anderen Seite wenig Platz habe. Ihr sucht euch eine freie Ecke auf dem Rasen, wo ihr den Raum habt und das dann natürlich auf beide Seiten üben könnt. Bisschen Schwung holen und über die Schulter rüber und nach hinten rollen. Wunderbar. Einmal machen wir das noch. Den Fußball verbinden, ein bisschen Schwung holen und über die Schulter hin. Abrollen und wieder auf. Wenn wir jetzt hier hinten sind, dann rollen wir natürlich auch wieder nach vorne. Und jetzt fangen wir an mit den Übungen, wenn wir nach vorne fallen. Das ist etwas, was uns beim Radfahren, Skateboardfahren, Laufen oder so leider etwas viel häufiger passiert. Und wir aber oftmals in der Selbstverteidigung mehr das nach hinten fallen üben, weil das natürlich mit einer Kampfsituation mehr zu tun hat. Wenn mich einer schubst oder dergleichen, dann falle ich nach hinten. Nach vorne fallen ist mehr so im täglichen Bewegen.
aber natürlich genauso wichtig. Wenn ich jetzt nach vorne falle, habe ich anfangs schon gesagt, will ich mich nicht mit den Händen abstützen. Das ist ein ganz natürlicher, normaler Reflex, den wir Menschen haben, um nicht im Gesicht aufzuschlagen, ist auch gut. Noch cleverer ist es aber, wenn ich die Energie einfach nutze, dass ich wie einen Ball nach vorne rolle. Ja? Ein Ball, den ich über den Boden rollen lasse, der geht halt eben nicht kaputt, weil er keine Ecken und Kanten hat. Der rollt einfach schön, der gibt die Energie langsam ab. Wenn ich irgendwas Quadratisches, Eckiges, Kantiges auf den Boden schmeiße, dann ist die Gefahr, dass die Ecken abbrechen, deutlich höher. So, erste Partie. Mein Nacken muss eingerollt werden. Und wir fangen ganz einfach an, dass wir eine Schulter mal auf den Boden drücken und mit der Kopfpartie wieder so weit von der Schulter weggehen. Ich erinnere mich wieder, Schulter und Ohr haben Streit miteinander und mein Ohr will so weit wie möglich weg von der Schulter. Die Schulter geht auf den Boden und mein Ohr geht einmal ganz weit weg, so weit wie es geht. Das gleiche auf die andere Seite. Meine Schulter geht auf den Boden und mein Ohr geht ganz weit in die andere Richtung weg. Jetzt versuchen wir, den Poschi dabei noch ein bisschen hoch zu nehmen, dass ich langsam auf die Füße komme und hochgehe mit dem Poschi. Und auf die andere Seite, auf die Schulter, Poschi ein bisschen höher. Muss ich schon aufpassen, dass ich nicht so weit nach vorne gehe, dass ich nach vorne überrolle. Das ist dann natürlich unser nächster Step. Jetzt versuchen wir uns das klein zu machen. Ich rolle mich ein, komme mit dem Poschi so hoch, dass ich dann nach vorne roll und mein Kinn bleibt angewinkelt, ich bleibe erstmal so liegen. Ich drehe mich um, gehe auf die Knie, gehe mit der Schulter auf den Boden, gehe den Ohr ganz weit weg, komme mit dem Fuß hoch und roll an. Ich hoffe, ich bin noch im Bild. Ich komme wieder hoch, Schulter auf den Boden und roll einmal so rüber. Zack. Ich darf die Beine jetzt nicht strecken, sonst bin ich wirklich komplett raus aus dem Bild. Und noch einmal in die andere Richtung. Schulter geht auf den Boden. Das ist erstmal noch völlig ohne Arme. Nur die Schulter benutzen. Und den Kopf nicht auf den Boden legen. Wunderbar. Jetzt wollen wir gleich zum nächsten Schritt. Ich versuche euch das jetzt noch einmal von vorne zu zeigen. Meine Schulter geht hier vorne auf den Boden. Mein Kopf soll dann nach Möglichkeit nicht den Boden berühren. Ich mache es einmal falsch vor. Geh nicht mit dem Kopf auf den Boden. Und ich versuche, meinen Kopf so weit wie möglich nach hinten zu drehen, nehme meinen Kinn dabei auf die Brust und roll dann über die Schulter einmal mit Schwung nach vorne. Ihr könnt dann gleich in die angewinkelte Beinfunktion, aber das machen wir ja nochmal langsam und extra. Schulter vor und das gleiche zurück. Und dann rolle ich wieder nach vorne und roll wieder zurück. So, das Wichtigste und Schwierigste für das Fallen haben wir ja schon gelernt, nämlich, dass wir grundsätzlich uns immer einrollen, das Kinn auf die Brust genommen wird, die Wirbelsäule dann schön rund machen, damit wir da auch ordentlich rüberrollen können. Nur jetzt wollen wir natürlich nicht mit der Vorstellung leben, wenn ich wirklich mal nach vorne falle, dass ich die Arme wegnehme und nicht nur über die Schulter rolle. Meine Arme will ich natürlich schon benutzen, vor allen Dingen will ich diesen natürlichen Reflex, dass meine Hände nach vorne gehen, so weit wie möglich sinnvoll ausnutzen, dass ich jetzt die Arme genau wie nach vorne im Bonsau und Fußsau nach vorne treibe. Und wenn man sich das von der Seite betrachtet, dann sieht das schon wie so ein Überrollbügel aus, wie ein schöner Kreis, den ich hier bilde. Und genau dafür möchte ich die Arme jetzt einmal benutzen, dass ich den Arm rund halte, um mich über den Arm rüber zu rollen. Wir fangen wieder mit einer einfachen kleinen Vorübung an. Als allererstes setze ich einfach nur die Arme auf den Boden, gehe mit meiner Schulter noch hinterher und gehe mit dem Fuß einfach nur wieder hoch. Diese Bewegung könnt ihr gerne sehen, das ich mal machen, um euch ganz zu gewöhnen. Die zweite Hand zum Abstützen, erstmal nur nach vorne setzen, alles okay. Den Fuß ein bisschen hoch und darüber rollen. Und Fuß hoch und darüber rollen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich jetzt aus der Bewegung ein wenig Schwung hol mit dem Poschi, setze den Arm vor und roll hier einmal rüber und roll wieder zurück über den Arm. Ich bewege jetzt den Arm mit und nehmt euch bitte ein bisschen Raum, wo ihr ein bisschen mehr Platz habt. Ihr nehmt den Arm mit, rollt hier rüber, zack, und rollt wieder zurück. Und das gerne ein paar Mal hintereinander machen.
wenn ich das einmal von der anderen Seite nochmal zeige, damit ihr es vielleicht besser sehen könnt. Der Arm geht auf den Boden. Wichtig ist, dass mein Kopf nicht mehr den Boden berührt. Ich nehme den Schwung mit, nehme den Po hoch, roll mit dem Arm hier runter durch und roll einfach hier rüber und einmal wieder zurückrollen. Gut. Ich glaube, wenn wir so weit gekommen sind, bevor wir das Außenstehen machen, auf dem Rasen, dann lassen wir diese Übung nochmal 2-3 Tage üben. Dann machen wir nachher die Übung außen vollen Lauf, rollen über Sachen weg. Der spätere Schritt, einige kennen das ja auch aus dem Training, dass wir uns tatsächlich auch über Hindernisse rüber bewegen und abrollen und so weiter und so fort, machen wir dann, wenn wir die Sachen fleißig geübt haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt die Sachen auch nicht mitgemacht. Bitte einen Daumen hoch hinterlassen. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss! Und so kann das Ganze dann aussehen, wenn man es fleißig geübt hat. So, meine Lieben, vielen Dank. Das war unsere KSA Samstag Online-Schulung heute mit dem Schwerpunkt für Kinder. Natürlich dürfen auch alle Größeren, die wollen, da mitmachen. Hauptsache, ihr habt Spaß dabei. Bitte hinterlasst uns den Daumen nach oben. Wir sind dreimal die Woche für euch da. Am Dienstag um 16 Uhr mit unserem Theorieunterricht. Donnerstag 16 Uhr das Video Bewegung der Woche. Und am Samstag laden wir für euch die Online-Schulung hoch. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.